Alle Pferde in den Boxen und das ist der Start zum ersten Rennenpreis der Kalanderbiere. Aus Kur. Runaway übernimmt gleich die Spitze mit Astrid Wulschläger in Rot und Grün, aber auch Lordino möchte die Spitze haben. Es gibt einen Kampf um die Spitze, innen Runaway, dann Lordino an dritter Stelle in sehr gutem Tempo gegen den ersten Bogen mit den beiden Reiterinnen, die da schnell zur Sache gehen. Runaway vor Lordino, dann folgt November Rain mit Rio Chico an vierter Stelle, gefolgt von Soziopath. Am Schluss ist es Prado und Harry the Eagle. Es geht noch etwa 400 Meter, nicht mal mehr, etwa 300, Harry the Eagle oder Rio Chico. Wer gewinnt dieses erste Rennen? Preis der Kalanderbiere. Harry the Eagle geht etwas nach außen, Rio Chico kommt noch weiter außen. Rio Chico geht vorbei, Rio Chico oder Harry the Eagle. Harry the Eagle kämpft zurück, aber Rio Chico mit Nicola Gilbert gewinnt vor Harry the Eagle. Dritter wird dann die Nummer 9, November Rain, dann Lordino. Die Nummer 3 startet hier enorm schnell. Das ist offenbar schon der Start. So, auf jeden Fall sieht es so aus. Ebenfalls einen guten Start erwischt, hat aus der zweiten Reihe die Nummer 10 Hugo de Tortière, innen gefolgt von Global Spotify. Dann außen ist es, ganz außen ist es Apollo Sun. Dann wird es eng in den hinteren Regionen. Vigas Genila ist dort innen im Moment. Global Spotify an fünfter Stelle. Vorne ist es John. John mit einem fliegenden Start bereits voraus. Hugo de Tortière ebenfalls zum Favoritenkreis gehörend an zweiter Position. Dann folgt die Nummer 7 Apollo Sun. Aber der Sieger, der steht hier für mich fest. Wenn der einfach nur noch durchtrabt, dann hat er gewonnen. Sie schaut sich bereits um. Fanny Omberger mit Hugo de Tortière. Die kann sich überlegen, dass sie das Siegerlächeln aufsetzt, denn die hat hier locker gewonnen. Aber Unsoir Fatal kommt außen noch recht gut auf. Vorne ist aber Fanny Omberger mit Unsoir, mit Hugo de Tortière. Dann folgt die Nummer 9, Volpon d'Argentan, dann Apollo Sun oder Ansoir Fatal, dann die Nummer 12, Vergadel und die Nummer 13, Vegas Genila. Preis vom Kanton St. Gallen. Ja, er hat da ein Rennen nach seinem Geschmack vorgefunden, super Start hingelegt, sein dritten Saisonsieg erzielt. Da steht er mit der Fanny Homberger, Hugo de Tortière. Der 11-jährige Wallach wird trainiert von der Nathalie Gonne und steht auch in ihrem Sitz. Und das ist der Start zum dritten Rennen, Preis des Swiss Heidi Hotel Mainfeld. Jürgen Langmeier übernimmt sofort die Spitze mit Les Sables Blancs gegen das erste von 27 Hindernissen. Vorbei am Grünwaldsprung über den Baumstamm. Mit Tigre de Beaune an zweiter Position. Vorne ist Les Sables Blancs, aber Tigre de Beaune drückt. Dritter ist hier Wall Street Wolf und auf der Verfolgung die Nummer 5, Haley. Tiger de Bon geht falsche Bahn. Tiger de Bon bricht aus und aus der Traum für alle, die ihn gewettet haben. Es geht noch über ein Hindernis. Wall Street Wolf kommt nochmal. Vorne ist Les Sables Blancs. Wall Street Wolf an zweiter Position. Er hat sich nicht geschlagen. Auch Haley ist noch zur Stelle. Aber vorne ist Les Sables Blancs. Les Sables Blancs und Jörg Langmeier. Ich hab's gesagt. Der Meister himself. Locker und leicht. Mit einem tollen, tollen Ritt auf den zweiten Platz. Wall Street Wolf und Jordan Duchesne. Und ich denke, die beiden haben einen Begrüßungsapplaus verdient. Jörg Langmeier und Les Sables Blancs. Das ist der Start zum vierten Rennen, das Gedenkrennen für den Ehrenpräsidenten Rico Zindel Mainfeld. Gegen das erste Hindernis in nicht allzu schnellem Tempo, Echanson. Außen ist es Laurentio, gefolgt von Silvercraft, der sein drittes Hindernisrennen bestreitet und die Favoritin Goldstreet am Schluss des Feldes. Auf die erste von insgesamt vier Tribünenpassagen mit Echanson und Jordan Duchesne, der Gastreiter aus Frankreich. Vorne zwei Pferde, die jetzt weit weg sind von den anderen. Da hat Jordan Duchesne seine Brille weggeworfen. Da sieht er sonst nämlich nichts mehr, weil von vorne doch einiges zurückkommt. Fehler von Goldstreet bringt Echanson wieder näher heran. Dann folgt Laurentio und Silvercraft an vierter und damit letzter Position. Es geht in die letzte Gegenseite und Echanson, der scheint auch noch einiges zu verkaufen zu haben. Vorne ist Goldstreet, aber Echanson ist dran. Die anderen sind weit zurück. Noch etwa 200 Meter mit Goldstreet vor Echanson. Goldstreet
Und Echanson kommt nicht näher. Er schaut sich nach hinten um. Kein gutes Zeichen, wenn der Zweitplatzierte sich nach hinten umschaut. Vorne ist Dennis Schirgen mit Gold Street. Souveräner Sieg für Gold Street. Mit Dennis Schirgen auf dem zweiten Platz ist es Echanson, Jordan Duchesne und Kampf um den dritten Platz mit Laurentio und Silverkraft. Laurentio, der den dritten Platz nach Hause bringt. Silverkraft kommt ins Ziel. Gedankrennen, Ehrenpräsident Rico Zindel, Meierfeld. Ja, meine Damen und Herren, die sechsjährige Stute hat bei der zweiten Zielpassage das Kommando in dem Rennen übernommen und dann gar nichts mehr abrennen lassen. Souverän als Siegerin ins Ziel gegangen. Und dann dem ist irgendeine Stadt sie, Gold Street. Gleich geht's hier los. Wir schauen, wer den besten Start erwischt. Es ist wieder José Dave in der Mitte mit der Nummer 4 diesmal. Letztes Mal mit John, jetzt mit Princess Tabaiba. Sofort in Front. Außen versucht auch die Nummer 7 Corleone jetzt Boden gut zu machen. Catswoman und ein Fehler von Corleone. Fehler von Corleone und ganz innen geht alles auf für August. August kann innen durch, weil alle anderen außen gehen. Und August geht an die Spitze. August und außen kommt Easy Peasy Rhythm. August, Easy Peasy Rhythm. August ist vorne und jetzt kommt Bombastic du Merl. August oder Bombastic du Merl. August gewinnt vor Bombastic du Merl. Dann Easy Peasy Rhythm und der aufgelöste Rest. Aber was war das denn? Die lassen den August alle einfach innen durch. Der nimmt das Geschenk an und gewinnt dankend August mit Raphael Freno. Voici l'arrivée provisoire dans la cinquième course. Gagnant le 9, August, Raphael Freno. Deuxième, Lars, Bombastic du Merl. Was für einen spannenden Einlauf haben wir gesehen. Er ist innen durchgestürmt zum Sieg mit dem Raphael Freno als Fahrer. August! Die anderen warten, die anderen, das sind Amazing Rock mit der Nummer 1 und Milan Satlukal, die Nummer 2, Dream of Art mit Nicola Gilbert, die Nummer 3, Future Reference und Nadia Burger, die Nummer 4 trägt Arrington mit Dennis Schirgen, der das Hürdenrennen gewonnen hat, die Nummer 5, Tiganella, eben noch nicht drin, mit Astrid Wulschläger, die Nummer 6, Jess mit Naomi Heller, die Nummer 7, dann White Wind mit Cheryl Schoch und die Nummer 8, Jeföhl für den Stall Ross Riet. Von Bettina und Hitch Lampert mit Clément Lheureux. Hoffen wir, dass Tiganella dazu überredet werden kann. Es gab da einmal ein Problem in Frauenfeld mit der Startboxe und seither ist sie nicht mehr ganz so einfach, aber die Startboxen-Crew macht das mit viel Geduld. Ihr Trainer Hans-Jörg Speck ist ebenfalls zur Stelle. Das Dumme ist, dass sie jetzt eher rückwärts als vorwärts geht. Fehlt nicht mehr viel. Zentimeter für Zentimeter wird sie dann nach vorne geschoben. Und wenn Sie eine Zuchtstute zu Hause haben, eine Vollblutzuchtstute und zu Master Craftsman gehen möchten, der Sprung von Master Craftsman kostet 30.000 Euro. So, mit vereinten Kräften ist Tiganella in Position. Ein großes Lob an die Startboxen-Crew, die das nicht nur gut hinbekommen hat, sondern eben auch schonend. Es geht los, Start zum 6. Rennenpreis der Bündner Herrschaft und Langquart und es geht zügig voran. Auf die erste von zwei Tribünenpassagen mit Future Reference innen, dann der Schimmel, White Wind außen. Einer der Außenseiter, innen in bester Haltung, galoppiert Dream of Art. Dann ist auch Amazing Rock zur Stelle, gefolgt von innen Arrington, dann Tiganella, Jess und Jeföhl am Schluss des Feldes. Durch den Mainfelder Bogen in die letzte Gegenseite. Dort geht es etwas aufwärts. Vorne ist Arrington, zweiter Tagessieg für Dennis Schirgen. Fragezeichen, Amazing Rock versucht noch anzugreifen, auch White Wind ist da. Arrington und White Wind kommt, White Wind wird immer besser. White Wind mit Cheryl Schoch geht vorbei. White Wind mit Arrington auf dem zweiten Platz. Doppelsieg, Dreifachsieg für Trainer Miro Weiss, denn Amazing Rock mit Milan Satlukal wird noch Dritter. Drei Pferde von Miro Weiss auf den ersten drei Plätzen.
mit einem tollen Ritt von Cheryl Schoch und Weitwind. Und wer diese Dreierwette getroffen hat, der darf sich freuen. Preis von der Bündner Herrschaft und Langquart. Was für ein fantastischer Endsport. Fangt dann auch die, die schon wie die sichere Siegerin ausgesehen hat, da hinten ab. Und steht jetzt selber da als Sieger mit der Cheryl Schoch im Shuttle. Das ist der Weitwind. Das ist der Start zum 7. Rennen. Großer Preis von Arosa Horse Club, Arosa. Es geht gegen die Hürde. Erster Sprung und dann der Jeninser mit Eclair vor Shannon Royal, dann Contre tous, Blingless. Die Wendung nach links mit Eclair vor außen der Schimmel Shannon Royal. Jürg Langmeier, der genau weiß, jeden Zentimeter, wo er hier durchreiten muss, dass er eine gute Position hat. Eclair ganz links, der Schimmel Shannon Royal in der Mitte. Rechts ist es in weiß mit dem Nasenband Blingless und ganz rechts Etoile de Verne. Da ein nicht ganz so toller Sprung von Eclair, aber Jürg Langmeier ist wieder auf dem kürzesten Weg und hat jetzt die Spitze. Das zweitletzte Hindernis mit Elixir de Jalousie und Eclair. Blingless wird angegriffen von Etoile de Verne, Contre tous an fünfter Stelle, der wird hier kaum mehr gewinnen. Das letzte Hindernis mit Elixir de Jalousie ganz außen, nimmt den Schwung mit. Dann ist Eclair zur Stelle, Blingless hat etwas Mühe, jetzt kommt außen Etoile de Verne und innen Contre tous, aber Elixir de Jalousie. Elixir de Jalousie geht nach Hause mit Ivan Kerki. Dann folgt Blingless mit Etoile de Verne, dann Contre tous und der aufgelöste Rest. Ja, er ist einfach klar der Stärkste auf dem Parcours. Da steht er mit dem Ivan Kerki. Elixir de Jalousie. Der Elixir de Jalousie wird trainiert vom Philipp Scherer, steht im Besitz vom Stall Kildare rund um den Karl Brauch. In wenigen Augenblicken geht es hier los zum 8. Rennenpreis Champagner Laurent Perrier und Ostschweizer Traberclub OSTC. Und das ist der Start. Atenarco Start zum Preis Champagner Laurent Perrier und Ostschweizer Traberclub. Atenarco hat die Spitze, Rebus nimmt seinen Rücken. Außen ist es Vietnam Danama, dann folgt Canon du Bocage und etwas hinter den Pferden. Hinter den anderen Slow du Beauvoisin und Rudolf Kohler. So geht es durch den Mainfelder Bogen in nicht allzu schnellem Tempo. Auf die zweite von drei Tribünenpassagen unverändert Atenarco mit viel Vorwärtsdrang. Der Fahrer fast horizontal im Selkie liegend statt sitzend. Atenarco möchte schneller, sein Fahrer will das aber noch nicht, weil aber noch nicht, dass er all seine Kräfte verschleudert. Eine Runde vor Schluss und der Vitor Nunes de Oliveira hat alle Hände voll zu tun, Atenarco noch nicht losbrettern zu lassen. Vorne ist Atenarco. Rebus an zweiter Position, Canon du Bocage ist dritte, aber da kommt kein Angriff. Denn Vitor Nunes de Oliveira hat alles im Griff, außer den Vorwärtsdrang seines Pferdes. 220 Meter noch zu absolvieren etwa, wenn der Baum dann dort erreicht ist. Vorne ist Atenarco. Atenarco vor Rebus und Canon du Bocage. Atenarco, kommt da noch ein Angriff? Nein, Rebus hat nicht die Kraft, da noch anzugreifen. Vorne ist Atenarco, Rebus versucht es nochmal, aber Atenarco ist vorne und Atenarco wird vorne bleiben. Atenarco gewinnt mit Vitor Nunes de Oliveira. Zweiter ist Rebus, dritter Canon du Bocage, dann Vietnam Danama und Slow du Beauvoisin. Atenarco hat heute den 47. Schweizer Sieg erzielt. Trainer ist ebenfalls Nunes de Oliveira, Vitor Nunes de Oliveira und Sitzer Ecurie Turettini. Die Pferde stellen sich am Band auf und das ist der Start zum großen Preis von Maienfeld. Der großen Preis der Stadt Maienfeld mit Borderland, der wie letztes Jahr die Spitze übernimmt gegen das erste von 34 Hindernissen, die Mauerhecke. Papageno versucht's, außen ist, ganz rechts außen ist es Pomar mit Memberoff und innen kommt Papageno. Memberoff, Papageno wird schnell, außen ist Borderland, ist der Pomar. Pomar oder Papageno? Pomar, Papageno, Papageno innen, Pomar außen. Papageno! Und durchgesetzt hat sich der Totto-Favorit unter dem Raffi Link, Papageno!
Ja, Meierfeld ist eben Meierfeld. Der Hindernissport ist einfach im Vordergrund und das lieben die Leute. Wir haben ein treues Publikum und so können wir funktionieren. Die Bodenbeschaffenheit ist sehr gut, trotz unbeständigen und regnerischen Wetter. Aber dadurch, dass es vorher trocken war, relativ trocken und die Phasen im Vorfeld des Rennen, die sind auch nicht allzu nass gewesen. Darum sind wir eigentlich mit der Bodenbeschaffenheit mehr als happy und die Rennleitung hat ja die Rennbahn auch sehr gut benotet.